So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Bier Power. Aber es geht nicht um Bier, es geht um Alize. Denn das ist, den habe ich im Kaufland gefunden, in Meiningen mit Pupsia. Das ist Alize Itzedea, ne? Also Alice Ice Tea. Mit Zitronengeschmack, eiskalt genießen. Und mit Pfirsichgeschmack, eiskalt genießen. Ist an sich jetzt nichts Besonderes, ist halt einfach Zitrone und Pfirsich als Eistee, also was jeder kennt und überhaupt, aber finde ich immer noch interessant in Dosen und dann auch vom Design her, guck mal wie das aussieht, siehst du das Design, vielleicht können wir das für Thumbnail kurz so reinhalten und dann trotzdem mal aufmachen. Alize Eistee, Eisteegetränk mit Pfirsichgeschmack. Mehr steht da gar nicht drauf. Es ist also nicht mit Koffein, es ist nicht Zero, es ist einfach eiskalt genießen, genau. Es gab auch nur zwei Sorten. Ich war nur ein bisschen verwirrt, weil es gab zwei verschiedene Pfirsich-Dinger, aber ich glaube, die haben mittlerweile ihr Design geändert. Das eine war noch eine alte Dose, die sah dann ein bisschen anders aus. Da stand dann ganz groß Pfirsich. Und jetzt steht einfach mit Pfirsichgeschmack. Das ist der große Unterschied. Wir werden jetzt erstmal jeden einzeln testen und dann beide zusammen aus dem dicken, auf dem dicken Bierglas. Das heißt, wir fangen an mit Zitrone, obwohl ich Pfirsich aufgemacht habe. Aber nein, ihr wisst, der Ramses ist eher so der zitronige Typ. Und merkt ihr, dass die Kamera gerade runterfährt und immer kleiner wird? Die war am Anfang mal so, fällt gar nicht auf. Hab meinen Stab nämlich heute nicht reingemacht. Die Hydraulik ist kaputt, die geht nicht mehr. Wir testen jetzt Zitrone. Riecht auf jeden Fall ja, nach Schwarzteeextrakt innen drin. Boah. Kein Vergleich zum Ötti. Der Ötti von Oettinger, der ist auf jeden Fall sehr lecker gewesen, kann ich total empfehlen. Hier. Mega süß im Abgang, schmeckt auch wieder mega künstlich, richtig brachial, überschüttet dich komplett. Also ein richtig herber, starker, extremer Eistee, der nach Süßstoff schmeckt und einfach, wo sich einfach alles zusammenzieht. Für die Chungis auf jeden Fall richtig gut, so kennen die Eistee, so muss Eistee sein. Lasst bloß den Ötti in Ruhe, sonst ist nichts mehr für mich da. Probieren wir aber mal den Pfirsich. Weil Pfirsich ist ja eigentlich mein Favorit statt Zitrone. Seid ihr eher Pfirsich- oder Zitronentypen? Schreibt es mal rein. Pfirsich-Eistee von Alize. Mal gucken. Und der geht eigentlich. Also ich finde Pfirsich wieder mal komplett besser als Zitrone. Trotzdem sind die sehr wuchtig, muss ich dazu sagen, also kauft euch lieber andere Sorten, das ist, ich weiß nicht mal, wie viel die gekostet haben, vielleicht ist das auch einfach eine Billigmarke, deswegen hauen die so rein und jetzt guckt mal, wie wir das beides hier reinfüllen, in das Gläschen, es dürfte vielleicht sogar passen, dass genau beide Dosen reingehen, genau, jetzt haben wir nämlich hier die Zitrone leer und wir haben die, nein, alles auf dem Gefrierschrank. Und wir haben den Pfirsich leer. Ich habe es schon wieder falsch rum gesagt. Und das ist das Prinzip. Ich habe nämlich gerade Durst. Und weil ich immer Durst habe, muss ich ganz schnell was testen, damit ich es dann in mich reinschütten kann. Und der Durst erstmal gestillt ist für die nächsten 5 Sekunden. Das ist jetzt der Pfirsich Zitroneneistee von Alize. Kennt ihr die Marke? Schon mal gesehen? Habe ich im Kaufland gefunden. Wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Würde ich aber sogar nochmal kaufen. So ist es nicht. Aber es geht natürlich deutlich besser und gesünder. Das schmeckt trotzdem irgendwie nach billiger Eistee. Wie einfach Krümeltee aufgelöst. Richtig brachial und penetrant. Prost. Da ist ja keine Kohlensäure drin, von was willst du noch rülpst, ne? Aber es ist irgendwie sehr erfrischend, obwohl es nicht im Kühlschrank stand, ist, wird mir jetzt ganz kalt innen drin, muss ich schon sagen. Alize Eistee.